So Leute, da sind wir wieder. Jetzt beim letzten, wie kann man das denn sagen? Letzten Level. Bei Sniper Elite Zombie Army. Ja, letztes Level, okay. Genau. Ihr seht ja hier beim Mitspieler, jetzt kommt wieder ein bisschen Gelaber auf Englisch. Ja, das ist ja soweit verständlich. Ja, da sind wir mal ruhig, damit ihr wieder hört und ja. Natürlich erst wieder in 3, 2 und 1 und 0. Demonic forces have barricaded the U-Bahn subway tunnels that stand between you and salvation. You must venture into them and brave the unspeakable horrors they contain, if you are to find a way out. Ich hab natürlich auch Sound an. So, dämonische Mächte haben die U-Bahn-Tunnel verbarrikadiert, die zwischen dir und deiner Rettung liegen. Du musst hinuntersteigen und dich dem unsagbaren Schrecken stellen, der in ihnen lauert, wenn du einen Weg aus Berlin herausfinden willst. Jawohl. Ja. Du bist ja ganz normal hier, mein Gedöns. Komplette Ausrüstung. Ja, genau. Ist ja alles wie gehabt. Jawohl, und da sind sie mal. Seht ihr nochmal wieder alle Charaktere. Einen Deutschen, einen Russen. Ein Ami und ein Brett. Ja. Ich bin der Russe. Ja. Moment mal, hier ist doch. Achso, hier. Ich wollte sagen, hier muss doch. Hier wäre bestimmt ein super Punkt für ein Flashkin oder ein Gold. Hallo, halt still, Zombie. Hallo. Könnt ihr natürlich vorstellen, hier irgendwo so eine Flasche, ne? Eisrotzenviecher. Huch, ich bin eine Etage tiefer gefahren. Achso, hier müssen wir an den U-Bahn-Dingens rein nachher. Ja, wir müssen jetzt. Ich gehe auch schon mal runter. Komm mal runter zu dir. Ja. Hey, du bist doch gar nicht tiefer gefallen. Kannst doch runtergehen. Ja, ich stand aber trotzdem eine Etage höher. Ja, das schon. Ja, das schon. Joa. Erstmal ganz gechillt, wie die Zombies ausschalten. Sonst gehen die einen wieder tierisch auf die Nerven. Ja. Da tropft übrigens Blut runter. Hallo, Rotzenvieh. Halt still. Hallo! Bop! Bop, 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 da, da, da! Ey! Halt genau. Still! Scheiß Viecher, Mann! Die halt nicht still! Dich zum Platzausgang! Hit. Wow! Warte, ich komme! Kam deine aus der Ecke gesprungen! Wo geht's denn hier raus? Ah, hier! Bei mir lang, ne? Ah ja, wir sind in dem Haus, wo wir das letzte Mal die Kinderstimmen hatten. Nee, wir sind ja schon wieder ein Stück. Doch, das ist die Hütte. Ja? Ja, das ist die Hütte. Na, so ähnlich. Sind ja eh alle gleich aufgebaut. Ja. So, ich geh mal noch eine Etage tiefer. Hier musste man, glaube ich, aus dem Fenster rausspringen. Da habe ich mich ja immer draufgesetzt. Nee, das war eine andere Mission. Das war in einem anderen Teil. Hier war das nicht. Doch? Nee, doch nicht. Oder? Doch? Nee. Alter, was will der denn? Hinter uns. War hinter uns. Und vor uns. Hinter uns ist irgendwas. Wurde von irgendwas unsichtbar geschlagen. Erstmal Ammo holen. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Doch, ich bin der Meinung, dass man hier. Sag ich doch, hier aus dem Fenster muss man raus. Ja? Ah, ja, stimmt. Hast recht. Aufstellen. Ja, und da habe ich mich ja auch drauf gestellt. Da hatten wir uns ja auch drauf gestellt. Zack, Skelett. Den hast du jetzt. Klack. Ist natürlich geil, wenn du halt alleine spielst und diese komplette X-Ray-Cam hast und du wirklich ein Collateral machst. Also, wenn du halt mehr Typen mit einer Kugel triffst. Und das halt in dieser Killcam. Richtig geil aus. Schnauze da. So, zack. So, wollen wir mal in die Mitte gehen? Ach, jetzt kommen hier die Kinderstimmen. Hä? Nee. Doch. Da kommen hier. Ja, doch. Also mal pst.
Glaube ich zumindest, dass sie jetzt kamen. Ja, ja, unten bei den Köpfen und so kamen die. Hier oben kommen jetzt. Da sind sie. Was? Genau, bei den Köpfen. Ja, stimmt, genau, bei den Köpfen kamen die Kinderstimme und dann nachher hier hinten beim Einsetzen nochmal. Ja, genau. Stimmt. Also, wir müssen jetzt Köpfe suchen gehen. Ja, die Schädel. Gut, die sieht man ja auch gleich. Die sieht ja gleich. Oh, fuck. Ah. Naja. Ja, an sich haben wir heute nur Zeit, um das fertig aufzunehmen. Also, an sich hätten wir jetzt die Woche halt Zeit, weil ich, also, mehr oder weniger krank bin. Deswegen können wir das jetzt die Woche machen. Also, ich weiß, dass überall was getriggert worden ist. Ja. Ich schau da hinten eine Granate rein. Ja, beide Seiten kamen ja was. Da kommt ein Dicker. Jetzt ganz schon? Vergessen. Ja. Ach, stimmt, ganz, ja. Ganz vergessen. Hey, ich werd von irgendwas angehittet, ey. Rotzviecher. Hallo. Dann komm doch zurück. Ja, komme. Musste gerade das Skelett irgendwie abwehren. Bei Jugendgang. Kommt denn hier ein Skelett rein? Keine Ahnung, von oben. Tatsache. Oh, scheiße, ich bin getroffen. Perfekt. Bäm! Schöne Hirse weg. Letzte Schuss, Digga. Ja, hinten die Granate einwandfrei reingehauen, ja? Digga. Ja, einwandfrei. Da hat ein Zombie überlebt, gerade mal ein verfickter Zombie nur. Den habe ich schon gerade mit der Sniper noch geholt. Oh. Und eine Granate rein. Ja. Scheiße, ich wurde ein bisschen geblockt. Blöd. Warte, ich mach hier vorne einen hin. Warte. Ja, oh, die liegt super. Bam! Und jetzt müssen alle nochmal aufstehen. Alle nochmal aufstehen und nochmal eine reingezimmert. So, warte. So, zwei Stangengranaten habe ich noch. Ah, scheiße, von hier hat man. Wollte ich diesmal mit dem Dingens machen. Mit Sniper-Gewehr mal auf die Granate schießen, die sie in der Hand haben. Ja, ja. So, da ist der erste Schädel. Warte. Kannst du mir mal zeigen? Ja, genau, hier. Aber wir kommen da erst dran, wenn wir halt die Barriere beseitigt haben. Und die Barriere geht erst weg, wenn halt alle tollen Wellen, nenne ich das jetzt mal, beseitigt sind. Ey, Junge, musst du gerade wie so ein Schießwütiger. Natürlich ist die Sniper natürlich auch am effektivsten mit gegen die ollen Skelette. Ja, ja, komm, Schnauze. Hallo, Schnauze. Achso, ja, man, falls ihr euch fragt, ja, man kann mit STLG auch ganz normal nur in, ich nenne es mal, Kim und Kornvisierung reingehen. Beziehungsweise Hüftrevisierung. Ja, ich sag mal so, wenn ihr gegen Skelette schießt, ist das ganz vom Vorteil. Wenn man die Skelette mal treffen würde. Ja, es ist echt so. Wir können ja auch mal, also wir hatten ja auch schon einen schönen Bug mit dem Skelett, ne? Der richtig gut war. Der war richtig gut, der Bug. Naja, der mit den. Ja, wo die Skelette, wo das Skelett einfach, der ist herzlich kaputt gegangen. Also das war halt ein Skelett und das stand halt einfach. Das stand permanent. Da hat man Kinderlachen gehört. One. Ja, ich höre das nicht. Ich hab Mucke auf dem Ohr, voll gut. War. Wir mussten hier hinten durchgehen. Dingens. Da kommt gleich wieder Viecher. Oh ja. Können sie ja. Ach nee, jetzt kam erstmal ein Schutzraum. Ach genau, erstmal ein Schutzraum, wie immer. Ich verstehe eigentlich gar nicht wirklich warum. Weil Sniper-Muni hat man ja da aufgefüllt gehabt. Ja, ich schätze mal, um Granaten noch aufzufüllen und sowas. Boah, ja. Halt, ich könnte meine Pistole mal nachladen. Maschinengewehr und sonst alles ist voll. Ja. Ja, Maschinengewehr habe ich noch gar nicht benutzt.
Ach, da ging's raus. Ja. Voll die Tür verwechselt. Ach, da kommt er. Granate? Nö. Nö, ist nur so ein kleiner Schwund. Ey, komm, sterben. Ja! Ja! Ich wusste es! Hurensohn! Ich wusste es, kleiner Hurensohn. Ne, jetzt so. Musst du mal hoch wieder an die anderen U-Bahn. Ja, jetzt müssen wir zwei verschiedene U-Bahnen, glaube ich, noch, ne? Zwei waren, glaube ich. Ja, zwei. Und mit zwei waren dann zwei Schädel auch. Ja, genau. Du hast doch noch was übersehen, ne? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ey. Hurensohn, Arschbackenschuss. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ja, jetzt mussten wir uns hier draußen, glaube ich, nochmal freischießen. Ich glaube, so war ja. Oh, hallo, hallo, hallo! Sniper! Suizider! Ich mach gerade Suizide. Muss den letzten gerade bloß noch finden. Okay, ich renn weg. Will? Ey! Sniper tot. Der erste. Ja, der zweite auch. Dritter auch. Wir fehlen genau noch, wir fehlen noch genau drei Stück. Zack. Dann habe ich den Erfolg. Da habe ich 20 okay. Snipers getötet. Bam, 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 bam. Na gut, den Erfolg müsste ich eigentlich schon lange haben. Ja, rein sehe ich schon. Weil ich habe ja wirklich, wenn irgendwas war, war ich ja immer derjenige, der die Sniper ausgeschaltet hat. Ja. Aber seitdem Techrond nicht mehr dabei ist, mach ich das auch. Oh. Ha, bing. Ah, Hurensohn. Oh, laden nachher. Wie der Kopf auch zerspringt, ne? Ja, auf jeden Fall. What the fuck? Naja. Was war los? Voila. Was war los? Na, auf beiden Seiten kommt doch ab und an. Ui. Ja, mal eine Dingens. Oh, die Granate liegt super. Jawohl. 12 für einen, aber hey. Schade. Komm, ich schmeiß auch noch mal eine runter. Hier den kleinen Schwund da unten. Und? Boah, passt. Ja, alles weg. Sauber. So, links. Natürlich ist das Problem, wenn hier unten so viele Leichen liegen. Ja, welche steht davon nur auf und welche nicht? Er hat guck mal hier, guck mal, die Leiche ist doch göttlich. Ey, guck mal, die Leiche ist doch richtig. Hä? Was bist du denn für du? Guck mal, die Leiche hat ja. Zu viel. Die Leiche wurde so hart von hinten genommen. Alter, du kriegst Besucher. Ich krieg's mit. Ja, guck doch mal, Alter, voll übel, Junge, wie sie da liegt auch, ne? Der ist eingepennt. Er eingepennt und dann vom Stromzoll erwischt worden. Ja. Alter, wie viele noch? Ey, hallo, Freundchen. Alter, sterb doch. Alter, ich geb dir noch ein Handy mit. Was ist denn hier los? Bam. Ja, hier kann man ja auch, in den U-Bahn kann man ja halt aus mehrere Seiten da kommen. Und eigentlich, an sich ist es egal, welche Seite man nimmt. Kommt ja eh immer auf zum gleichen Punkt. Ey, ich hab dir den Kopf weggeschossen gehabt. Dummer. Schwarze da hinten. Ich könnte mir hier hinten eine Flasche vorstellen. Ja, ich aber auch. Gerade so, wo das Ding zugegangen ist. Warte mal, versuch mal. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte sich da reinbacken, so nee, da in die Ecke. Dahinter liegt ein Gold oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. What? Ja, ab und an kommen noch ein paar Nachzügler. Zack. Wir sind im Kreis gelaufen. Wir müssen ja auch runter. Nicht danach weiter. Hä, ich bin hinten bei mir jetzt, wo bist denn du? Unten lang, die Treppe runter, wo wir erst standen. So. Oh. Die Leichen sind auch so göttlich, wie sie manchmal gestellt sind, ey. Ja, na gut, aber ist ja auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen Realismus schon bei, ne? So, über das Gebiet. Christian, oder? Ja, ja. Wie wir immer hier hinten Deckung. Hier sind zwei Schädel jetzt angebracht. Einmal da.
Ah! Oh! Da kommen ja noch ein paar Skelette, die spielen wollen. Ja, so macht ein Sniper das. Natürlich. Ja, sollte man davon nicht angefallen werden, von den ganzen Spackos. Aber immer One-Shot-Kill. Ja, Skelette eh. Ja gut, aber ach, wir sind hier schon fertig. Ich hab noch ein paar. Wenn du deinen schon nehmen kannst. Ne, ich kann meinen noch nicht nehmen, ne. Genau, ich kann meinen nicht nehmen, ne. Ich glaube, wir müssen drüben erst noch säubern. Jetzt ist es erreicht. Ein Skelett wollte noch nicht. Ja, ich kann nehmen. Ach genau, hier waren ja drei, stimmt ja. Oh! Oh ja! Voll das Gestöhn, Alter. Die Kinderstimme, also die Mädchenstimme ist aber schon geil gemacht. Muss ich echt sagen. Jetzt müssen eigentlich, glaube ich, wieder in den Schutzraum kommen. Rein theoretisch. Rein theoretisch? Ja, ja. Das ja, ja, war doch so. Jetzt fehlt uns nur ein Schädel. Und dann können wir... Ach, bist schon da? Okay. Hallo. Oh, ich 90 Schuss für meine Pistole, jawohl. Los, komm, gib grün. Komm, gib grünes Licht. Ja. Naja. Das meine ich, man weiß nie, welcher Zombie jetzt aufsteht und welcher nicht. Ja, das stimmt. Wenn da halt so viele Leichen sind. Na gut, bei manchen kann man ahnen, mit die halt Rückgrat schon offen liegt und so. Aber... Ja, zum Beispiel, das ist echt der Überraschungseffekt, wenn du lang gehst. Ja. Du kannst es halt echt nicht rausfinden. Das ist... Granate? Nee. Oder schneller weg? Nee, jetzt sind nur ein paar hier vorne. Sag mal. Glaube ich mal. Der kann aber nicht so viel umherhüpfen hier. So, jetzt ist er weg. Natürlich, man bemerkt auch hier die Ketten. Ja, man bemerkt auch die Ketten, also die Zombies haben hier, also... Ich sag mal so, dass, also wir wissen ja nicht an sich, also wir wissen zwar die Hintergrundgeschichte, wissen aber nicht, ob vorher auch irgendwie das so geplant war, dass hier noch Menschen drin waren. Aber dem hättest du jetzt auf die Granate mal schießen müssen, ganz ehrlich. Die sind ja auf mich zugerannt und ja... Ich wollte das eigentlich mal am Stehenden ausprobieren, aber naja, gut. Na, gesäubere das Gebiet, ja, war klar. Mehr oder weniger, ja. Boah, da sind Doppelsniper. Ja, denke ich mir auch gerade so, ne? Ich mach den Sniper. Ja. Wenn ich ihn sehe. Links oben müsste er sein. Ach nee, die springen ja immer hinterher, stimmt ja. Ich würde ja nicht dahin kommen, ich würde ja zu mir herkommen. Und lass den Sniper erstmal Sniper sein. Hab ihn. Zwei Stück noch. Wenn ist der andere. Zack. Noch einer. Bam. Der letzte. Komm, du letzter fucking Sniper. Gab darauf echt einen Erfolg. Hä? Gab darauf echt einen Erfolg. Ja, ja, du. Ich weiß, dass du da schon einen Erfolg drauf hast. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass man eine bestimmte Anzahl umtreten muss. Für Soul Viver. 50 Leute, glaube ich, oder so. Den habe ich letztens bekommen. Oh. So. Ja, die zwei Snipers, die hier waren, habe ich. Leider ist irgendwo noch ein dritter. Ja, wer weiß, wo der ist. Schulterschuss. Ich dachte, er steht nochmal auf. Ich wusste es. Das ist auch voll gut. Wenn du den in der Schulter oder so triffst, steht der nochmal auf. Wenn du den Magen triffst, nicht. Gut. Irgendwo noch ein dritter? Nee. So. Das war ein Eisenhelm. Ja, Durchschuss aber. Na gut, Schulterschuss, je nachdem wo du triffst, ist ja auch nicht wirklich tödlich, wenn du schnell verbindest. Ja. Ah, guck mal hier, das können wir auch mal hier. Hier. Das ist auch immer hier ganz geil, hier die Kulisse. Zack. Achso, ja. Und gerade Fässer abgeliefert. Ja, natürlich ist das, ne, so eine Übermacht, die da frisch kam.
Bitte, hier kommt gleich noch irgendwo einer. Wenn ja, dann lass mich den Ja, Digga noch, rechts von dir. Ich würde da weglaufen. Ich hab's mitgekriegt. Ich hab mich nämlich schon gefragt. Moment mal, hier war doch noch was. Warte, ich mach die letzten zwei Schüsse. Warte. Jetzt ist er weg.